einem Amoklauf im texanischen El Paso sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Weitere 26 Menschen werden verletzt, als ein Mann am Walmart-Einkaufszentrum wahllos auf Passanten schießt. Der mutmaßliche Schütze wird festgenommen. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen 21-Jährigen aus der Stadt Allen in Texas. Der mutmaßliche Schütze hat vor seiner Tat ein Online-Manifest verfasst. Es weist laut Polizei auf ein mögliches Hassverbrechen hin. Darin ist die Rede von einer so wörtlich hispanischen Invasion. US-Präsident Donald Trump äußert sich auf Twitter betroffen über den Amoklauf. In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Massenschießereien mit vielen Toten. Versuche, die Waffengesetze in den USA zu verschärfen, sind bislang am Widerstand Trumps und der mächtigen US-Waffenlobby gescheitert.